Delfine vs. Haie. Einer der berühmtesten Kämpfe ist der zwischen dem psychopathischen Delfinen und dem mörderischen Haien. Zu meiner Linken, Delfine, die gerne in Gangs umherschwimmen, bereit jedes eingebildete Individuum zu verprügeln, das ihnen nicht genug Respekt entgegenbringt. Naja, das sage ich so, aber selbst wenn sie Respekt zeigen, werden sie trotzdem verprügelt. Und zu meiner Rechten, Haie, angefühlt vom legendären weißen Hai, alle mit Eiern aus Stahl, welche liebend gerne Lebewesen im Alleingang zu Hackfleisch verarbeiten. Aus diesem Grund werden Haie meist von Delfinen vermöbelt und gedemütigt, diese umkreisen und sie mit ihrem Kopf immer wieder heftig rammen, bis der Hai aufgibt. Zur Erinnerung, ein Delfin kann bis zu 650 Kilogramm wiegen, also stell dir vor, du bekommst einen schweren Schlag von ihm direkt in deinen Brustkorb. Nein, danke. Aber wir wollen nicht respektlos gegenüber Haien sein, denn wenn man in einer Gruppe ist, neigt man dazu, übermütig zu werden, was dann dazu führt, dass Delfine vergessen, in ihrer Gruppe zu bleiben, wenn sie mit einem Hai kämpfen. Was wiederum darin resultiert, dass sie schlicht und ergreifend ausgelöscht werden, wenn sie 1v1 gegen einen Hai antreten, denn die Tötungsmaschine, die der Hai nun mal ist, lacht in diesem Szenario zuletzt.